Hello YouTube, it's me again, Benjamin, and today we are taking a look at Ja-Nein-Fragen. So, yes, no questions. And as the name suggests, these are questions that you either answer with yes or with no. Unlike W questions, yeah? W questions you have to answer with a full sentence. If I ask you where you're from, you cannot say yes or no. So we are going to take a look first of all at the sentence structure again. Also hier haben wir einen normalen Satz, normal sentence. And as I told you already, in a normal sentence the verb is always in position 2. Ja? Also ich trinke, ja, ich Position 1. Trinke, Position 2, eine Cola, Position 3. Oder der Mann spricht, das Verb, Position 2, gut Englisch, Position 3. Bei W-Fragen steht das Verb auch in Position 2. Das W-Wort steht in Position 1, wo, woher, wohin. Das Verb in Position 2 und dann kommt der Rest. Also, woher kommt ihr? Oder was sind Sie von Beruf? Yeah? So this is something we have learned already. And now, if we have yes-no questions, ja-nein-Fragen, dann starten wir direkt mit dem Verb. So we start straight with the verb. Kommst du aus Berlin? Kann ich sagen, ja, ich komme aus Berlin oder nein, ich komme nicht aus Berlin? Oder isst sie gerne Obst? Ja? Does she like fruits? Or does she like to eat fruits? Ja, isst sie gerne Obst? Dann ja, sie isst gerne Obst oder nein, sie isst nicht gerne Obst. Okay, so let's take a look at a couple of examples. Okay, hier haben wir ein paar Beispielsätze. Examples. Hier ist die Frage und hier ist die Antwort. Ja, lesen wir die Frage. Sprichst du Spanisch? Antwort. Ja, ich spreche Spanisch. Oder nein, ich spreche kein Spanisch. Frage. Kommst du heute zur Schule? Schule, school. Ja, ich komme heute zur Schule oder nein, ich komme heute nicht zur Schule. Frage, essen Sie gerne Pizza? Ja, ich esse gerne Pizza oder nein, ich esse nicht gerne Pizza. And you guys remember what this S with the capital, this Z with the capital S means? It's the way of speaking formal. Huh? So this is an informal question with du. Kommst du heute zur Schule? This is a formal question with the Z with the capital S. So basically, if you speak to older people or with respect to your teacher, professor and so on. Okay, nächste Frage. Sehen Sie gerne Filme? Filme? Movies? Ja, ich sehe gerne Filme, gerne. Nein, ich sehe nicht gerne Filme. Und bist du Arzt von Beruf? Informal question, ne? Informelle Frage. Antwort. Ja, ich bin Arzt oder nein, ich bin kein Arzt. And as you can see here, we have two ways in German to negate something, to negate a sentence. So we have nicht und kein. The difference is that kein is an article, so it goes together with a noun.
And nouns we write with a capital letter in the beginning in German. So kein needs a noun. And if it's, if there's no noun, if you, for example, negate like a preposition like here, or if you negate an adverb or an adjective or a verb, yeah, ich schlafe nicht. So you negate the verb. Then you use nicht. So kein needs a noun. This is actually all you have to remember. And for all the other cases, it's nicht. Okay, machen wir noch ein paar Beispiele. Okay, also hier noch ein paar Beispiele, ein paar Fragen und ein paar Antworten. Frage: Trinken Sie manchmal, sometimes, trinken Sie manchmal Alkohol? Antwort: Ja, ich trinke manchmal Alkohol. Oder: Nein, ich trinke nie Alkohol. Nie, never. Selten, rarely. Manchmal, sometimes. Oft, often. Immer, always. Okay? Haben Sie Kinder? Antwort: Kinder, children. Ja, ich habe Kinder. Oder: Nein, ich habe. Und jetzt, was brauchen wir? Nicht oder keine? Wir haben hier ein Nomen, a noun. Also brauchen wir keine, den Artikel. Nein, ich habe keine Kinder. Dann, wohnst du in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin. Oder nein, ich wohne nicht oder keine. Nicht. I hope you all got that. Okay. Und geht es Ihnen gut? Ja, es geht mir gut. Oder nein, es geht mir nicht oder keine. Nicht. Eh? Because again, we don't have a noun here, we don't have a noun here. Eh? And the last question, die letzte Frage. Arbeitest du? Ja, ich arbeite. Oder nein, ich arbeite again nicht. Okay. All right. So that's it for today. These are yes, no questions. Ja, nein Fragen. Yeah, again, I hope you learned something and that you also enjoyed the video at least a little bit. And yeah, I'm quite excited with this project and I hope I'm gonna see you next week again. Bye, guys. Tschüss.